Wir haben einen 4 $ Umweg gemacht, um zu checken, ob hier beim Funspot was abgeht. Und es sieht nicht so aus, aber also hier die Eingangshalle ist schon mal auf. Wir gucken jetzt einfach mal. Schon schick aus. Strange, dass hier alles auf hat. Aber okay. Ja, es hat echt, außer das Riesenrad, das ist zu, aber sonst hat alles aufs Pferd einfach nicht, weil hier kaum einer ist, mal wieder. So, wir haben uns jetzt, man bezahlt hier alles einzeln, also kostet kein Einzel, man bezahlt alles einzeln und wir haben uns jetzt Tickets für die beiden großen Achterbahnen gekauft. Alter, $10. $10 für die anderen auch, pro genau. Person. Hier gibt es noch so einen Kiddie-Count, aber ja, muss nicht sein. Wird, glaube ich, nur $5 kosten, aber... So Count-geil sind wir. Nein, wir sind jetzt nicht mehr so Count-geil. Wir haben jetzt beide 400 und jetzt können wir so ein bisschen, ne, das ruhiger angehen. Aber die sieht cool aus. Aber es ist ein Hybrid. Es steht, dass es zu ist. Echt jetzt? Nee. Wenn sie das verkauft, die gucken jetzt mal. So, der freundliche Operator hat uns eben zugerufen. It's almost open. Und wir so, yay. Er muss nur noch eine Testfahrt machen und dann läuft das. Aber das bedeutet, ich kann auch ein Aufwärmvideo machen. Das sieht geil aus. Guckt euch das an. Guckt euch diesen Drop an. Cool. Wow. Doch umentschieden, weil irgendwie ging da doch nichts jetzt ein bisschen länger bei der Hybrid-Achterbahn. Und jetzt sind wir halt erstmal die wilde Maus gefahren, die außer Schlägen absolut gar nicht geil war. Und da die Holz-Hybrid-Achterbahn immer noch nicht fährt, wollte Matthias jetzt unbedingt doch noch die Kinderachterbahn mitnehmen. Jetzt fahren wir halt die Kinderachterbahn erstmal noch. Schon geil. Ich dachte, wir müssen doch mal. War gut. War das echt wert, Matthias? Wir müssen das Geld eh aufnehmen. Gutes Argument. Oha. Gesundheit. Ja, das Ding war, Gesundheit ist okay jetzt. Reicht, Matthias. Das hat
beim Ausklicken aus der Kette so geschlagen und da war ich schon im First Drop. Das hat sich echt komisch und falsch angefühlt. Ja, jetzt bleibt uns eigentlich nur noch übrig zu warten, bis hier das Ding aufmacht. Okay, wie ihr vielleicht gerade eben schon gesehen habt, waren wir jetzt kurz einkaufen, weil die Achterbahn immer noch nicht auf war. Der liebe, freundliche Operator hat uns erzählt, dass da irgendwas kaputt ist mit dem Computer. Ja, jetzt kommt und da jemand kommt. Schlüssel rein, also, umdrehen, läuft. Ja, jetzt gucken wir nochmal. Ja, wir haben richtig, richtig fett eingekauft hier. Aber wir haben so ein paar... Läuft? Ich höre irgendeine Kette, aber es kann auch von der Kinderachterbahn sein. Ja, wir haben ein paar Fertigsachen für die Mikrowelle gekauft. Damit wir einfach abends immer was zu essen haben. Wir haben gemerkt, es ist ein bisschen doof. Wir sind halt in den Parks. In den Parks ist es mega teuer. Wir essen dann meistens einmal was und dann haben wir wieder Hunger. So. Meistens sind wir auch spät im Hotel erst und dann dachten wir uns, ja, wir kaufen uns so ein paar Fertigsachen. Und wir haben uns ein paar amerikanische Süßigkeiten gekauft. Also ich glaube, dass es amerikanische Süßigkeiten sind. Das sind zumindest Süßigkeiten, die ich so noch nicht kenne. Und die probieren wir auch heute Abend. Also wir machen heute ein Haul heute Abend. Und ein, wie nennt man das? Wie nennt man das, wenn man Essen probiert? Live on cam? Keine Ahnung. Live Taste. Keine Ahnung. Bestimmt nicht. Aber wir gucken hier nur direkt, was essen geht. Pff, lass doch erstmal gucken gehen. So, wir sind jetzt essen bei Nathan's. Und ich frage Matthias so, ja, und ist da denn auch Salat dabei? Er so, ja, da ist Krautsalat dabei. Geil. Siebert! Hinter! Ich dachte schon, wir müssen nochmal kommen. Oh, aber ein Glück, sie fährt. Ja. Wusste nicht, dass der Zug so kurz ist. Ich dachte, das ist ein langer Zug, aber dadurch, dass er so kurz ist, ballert er ordentlich durch diese. Was ist das? Ein Corkscrew oder Security? Kann diese ganzen Dinger nicht unterscheiden, leider. Kann so eine Hardline-Roller kenne ich gerade noch so, aber. Ich habe Probleme damit. Kannst du das alles unterscheiden? Ein bisschen, ja. Ja? Ich würde sagen, das ist eine Barrel Roll. Eine Barrel Roll? Ja. Ich tue jetzt mal so, ja. Ja, würde ich auch sagen. Durfte leider kein Online-Video machen, aber ich fand's geil. So witzig. Ich fand's geil. Also, es hat schon ein bisschen geschlagen, aber nicht so doll. Es war echt noch im angenehmen Bereich. Schnell ist das Ding. Ja, ja. Denkt man gar nicht, wenn man was so sieht. Schockt schon die Bahn. Ja. So, jetzt versuchen wir Internet zu finden, damit wir Uber rufen können. Das ist doch zu Burger King, die haben doch auch WLAN. Ja, ich glaube, die haben WLAN. Und dann fahren wir zum Hotel. Heute sind wir ein bisschen früher im Hotel. Wie spät ist denn jetzt? 4, 5? 2, 5. Wie geht jetzt was? Oh. Gut. Langsam? Ja, können wir ein bisschen chillen heute Abend mal. Finde ich auch ganz gut.